Herzlich willkommen hier zu unserer Videovorführung zum Tool rFactor Restore Session. Dieses Tool ermöglicht euch die Wiederherstellung von abgebrochenen Rennsessions sowie das Einstellen von Qualifying Sessions, so denn mehrere Qualifyings gefahren wurden, und weitere sehr, sehr hilfreiche Möglichkeiten, die ihr hier mit rFactor Restore Session habt. Zuerst erzählen wir euch mal, wo ihr rFactor Session herbekommt. Das ist ganz einfach. Ihr geht einfach auf www.simsync.de, dann in den Download-Bereich. Dort findet ihr unter Tools hier den Eintrag rFactor Restore Session. Klickt da drauf und downloadet hier die aktuellste Version. Klickt ihr hier auf diesen Link, erhaltet ihr noch eine kleine Textanleitung, wie das Ganze entstanden ist, was es da ist, wie es im Großen und Ganzen funktioniert. So, danach geht ihr bitte auf die Seite von www.simracing.pl. Dort habt ihr die Möglichkeit, LiveView Plugin runterzuladen. Das findet ihr hier im Forum auf SLS Utilities. Dann so ein bisschen runterscrollen, LiveView Plugin for rFactor. Hier auf diesen Link klicken, LiveView Plugin Version 2.6, und dann müsst ihr ein bisschen, muss man normalerweise etwas suchen, aber ich zeige es euch mal. Hier auf diese kleine Diskette klicken und ihr könnt das Programmchen, das Plugin runterladen. Als erstes startet ihr irgendeinen Dateimanager, welcher ist völlig egal. Ich benutze hier den Total Commander. Ihr öffnet die ZIP-Datei, öffnet den Ordner rFactor, sucht euch in einem anderen Ordner bzw. auf der anderen Seite hier eure aktuelle Installation, die ihr auf eurem Server laufen habt. Dieses Plugin muss nur am Server laufen. Die User benötigen das nicht. Könnt ihr jetzt hier das einfach markieren und dann kopieren. Ja, das geht jetzt nicht, weil bei mir läuft im Hintergrund eine Session, außerdem habe ich das schon installiert. Danach öffnet ihr einfach euren Dedicated Server, startet eure Session. Ihr seht, wir sind hier schon am Rennen fahren. Ich habe das alles schon ein bisschen vorbereitet. Wir haben die Möglichkeit, jetzt diverse Dinge zu tun. Gehen wir erstmal zur wichtigsten Funktion, nämlich wie stelle ich eine abgebrochene Server-Session wieder her. Wir starten nun rFactor Restore Session. Ich ziehe euch das mal ein bisschen größer, damit man das hier auch besser sehen kann. Und jetzt gehen wir hier oben rechts auf Durchsuchen und suchen erstmal unsere Datei. So, wir haben hier eine Textdatei, die immer wieder neu geschrieben wird, standardmäßig alle 15 Sekunden. Ihr habt in den Plugin-Dateien eine INI-Datei. In diese Datei könnt ihr den Rhythmus eintragen, in dem diese Textdateien gesichert werden sollen. Ich würde gerade bei Sprintrennen empfehlen, hier 5 Sekunden einzustellen, aber bitte auch nicht weniger als 5 Sekunden. Das könnte dazu führen, dass hier zu viel im Hintergrund passiert. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch nicht, dass es da ernsthafte Probleme geben würde. Wir haben es einfach noch nicht probiert. Stellt 5 Sekunden ein und die Welt ist in Ordnung. So, dann geht ihr hin, öffnet einfach diese Datei und bevor ihr irgendetwas anderes tut, klickt ihr hier auf den Button wie Quelldatei. So, das ist ganz wichtig, damit eure Datei, die ihr jetzt erstellt, auch wirklich wieder in das richtige Verzeichnis abgespeichert werden könnt, sodass ihr den Batch-Befehl nachher im rFactor Dedicated Server auch ausführen könnt und die Datei auch gefunden wird. Ihr seht hier eine verbleibende Restzeit. Die Rennzeit war eingestellt auf 4 Stunden. Ihr seht hier 3 Stunden 51, 29 Sekunden und alle Fahrer sind 2 Runden gefahren. Ich kann jetzt hier diverse Dinge verändern. Man kann jetzt hier den Fahrernamen editieren. Ganz wichtig ist, ist ein Fahrer nicht mehr am Server, steht aber noch in dieser Liste, kommt die ganze Aufstellung durcheinander. Das ist aber kein Problem des Tools, sondern das ist ein reines rFactor-Problem. Das heißt, vergewissert euch, dass alle Fahrer, die hier in dieser Liste stehen, auch tatsächlich noch am Server sind. Wenn ihr jemanden umbenennen müsst, dann tut das. Schreibt hier jetzt zum Beispiel rein Nevi Noah. Fakt ist, es muss jetzt dieser Fahrer am Server sein, der genau diesen Namen trägt. Habt ihr hier irgendetwas gemacht, was eurer Meinung nach falsch war und ihr wisst nicht mehr, wie ihr es rückgängig machen sollt, sagt ihr einfach neu einlesen. Es wird aktuelle Datei eingelesen, die am Server liegt. Wenn der Server abgebrochen ist, wird es immer wieder
dieselbe Datei sein. Interessant ist, dass euch das Tool ermöglicht, auch Fahrern ihren richtigen Abstand zum Führenden zu geben, wenn diese Fahrer in derselben Runde mit dem Führenden eigentlich sind, der Führende aber gerade eben über Start und Ziel gefahren ist und der andere Fahrer eben noch nicht. Normalerweise bedeutet das, wenn man rFactor dann händisch wiederherstellt, dass dieser Fahrer, der hinterherfahrende, dann eine Runde Rückstand hätte. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir öffnen mal unseren dedicated Server und geben hier mal den Befehl ein, Restart Warmup. Und ihr seht, die Session wird hier zurückgeswitcht ins Warmup. Wichtig ist, wenn ihr eine Rennsession wiederherstellen müsst, müsst ihr die Laps-INI mit anklicken. Stellt ihr Qualifying Session oder Training Session wieder her, darf die Laps-INI keinesfalls angeklickt sein. Sind hier Fahrer dabei, die Strafgewichte zu bekommen haben, müsst ihr das hier eintragen. Indem ihr das Häkchen Wait-INI anklickt, habt ihr hier eine neue Spalte, könnt ihr hier irgendjemanden jetzt zum Beispiel dem Andreas Roschak 30 Kilo Zusatzgewicht geben. Das gilt für alle Sessions. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Wenn man zum Beispiel ein Qualifying gefahren ist, hat ein Reglement, das sagt, wenn einer eine bestimmte Prozentzahl schneller ist als der Zweitplatzierte, kriegt der fürs Rennen ein Strafgewicht. So könnt ihr das hier einstellen, indem ihr eure Qualifying Results hier reinladet, dem Fahrer dann einfach die Kilos gebt und im Rennen hat er die dann. So, momentan stellen wir aber eine Rennsession her. Das heißt, wir haben jetzt hier drei Dateien zum Erzeugen. Crit-INI, Laps-INI, Wait-INI. Ich sage Batch-Datei erzeugen. Die Batch-Datei wurden erfolgreich erzeugt, nämlich die Crit-INI, Laps-INI und die Wait-INI. Fertig. Wir minimieren das nur und schließen nicht. Jetzt gehen wir an unseren Server hier, an unseren Dedicated Server und stellen erstmal die Startreihenfolge wieder her. Das müsst ihr in der Warm-Up-Session machen. Alles andere wird in der Rennsession gemacht. Das heißt, ihr gebt jetzt hier den rFactor-Befehl Batch ein und danach den Dateinamen Crit. Und ihr seht, jetzt werden die Fahrzeuge wieder so aufgestellt, wie sie zum Zeitpunkt des Abbruchs waren. Das heißt, jetzt stimmt erstmal die Reihenfolge. Ihr könnt jetzt natürlich schon die Wait-INI eingeben. So, und ihr seht, Andreas Roschak bekommt 30 Kilo Strafgewicht. Jetzt gehen wir in das Rennen. Genau. Und jetzt führen wir die Laps-INI aus. Das INI müsst ihr nicht dazu schreiben. Und ihr seht, jetzt bekommen sämtliche Fahrer hier ihre Runden dazu. Wir gucken uns das mal eben hier im rFactor-Fenster an. Genau. Hier seht ihr, das wird für alle auch mit dokumentiert. Alle bekommen jetzt hier ihre Zahl gefahrener Runden eingestellt und die stehen auch bereits hier drin. So, wir sagen jetzt hier einfach Rennen. So, gut. Das ist jetzt vom Server verboten, deswegen bleiben wir jetzt mal hier bei und die Herrschaften sind bereits unterwegs und ja, Andreas Roschak hat jetzt ein bisschen ein Problem und wir haben jetzt hier ein Rennen, das wir uns angucken können, beziehungsweise alle, die an diesem Rennen dabei sind, sind wieder genauso, wie sie in der Reihenfolge, wie sie zum Zeitpunkt des Abbruchs des Servers waren, wieder im Rennen. So, wir minimieren das mal hier, minimieren auch das und ich möchte euch jetzt noch zeigen, was ihr mit diesem Tool sonst noch anstellen könnt oder auf was zum Beispiel in besonderen Konstellationen zu achten ist. Das heißt, wir haben jetzt hier Green Flag, alles ist schön, wir könnten jetzt hier hingehen und sagen, neu einlesen, wir sind jetzt hier in der vierten Runde, ein Teil, wir sehen es hier auch noch mal sehr schön, hier wird aufgeführt, wo die Fahrer sich hier gerade befinden. Ja, dritter Sektor, zweiter Sektor. Und da bekommen sie halt auch die vier Runden wie der Führende, weil alle Fahrzeuge sind noch in einer Runde. Das bedeutet halt, wenn ihr dann später im Rennen seid und es sind Überrundungen geschehen, so könnt ihr euch sicher sein, dass die Fahrer, die Piloten mit ihren Autos immer genau in der richtigen Runde wieder ins Rennen geschickt werden. Wir haben noch die Möglichkeit, hier
unser, zum Beispiel unsere Qualifyings zu editieren. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein zweigeteiltes Qualifying fahrt oder ein dreigeteiltes Qualifying fahrt, habt ihr die Möglichkeit hier zu sagen, ich möchte sicher gehen, dass, wenn ich ins Rennen schalte, meine Startaufstellung auch stimmt. Wir haben es in sehr, sehr vielen Rennen erlebt mit zweigeteilten Qualifyings, dass nachdem die Top 8, Top 10 ihr Qualifying gefahren haben, ins Warm-up gejoint haben und dann ins Rennen festgestellt haben, dass die, die im zweiten Qualifying nicht gefahren sind, kunterbunt ab Platz 10 oder ab Platz 11 dann in der Startaufstellung standen, dem könnt ihr vorbeugen. Einfach indem ihr nach dem Qualifying 2 einmal die Geschichte einlest, das alles nochmal kontrolliert und dann nur ein Häkchen in die Crit-Ini setzt und sagt Batch-Datei erzeugen. Ich zeige euch mal, wie das dann aussieht. Wir gehen mal ins Qualifying. Wir nehmen jetzt mal einfach, um das mal vorzuführen, den Lutz Enger, weil da gehört er ja eigentlich hin, auf die Position 1. So, und sagen jetzt Batch-Datei erzeugen. So, sind wir hier wieder da. Wir sind wieder da. Und wir sind jetzt im Qualifying und gehen jetzt ins Warm-up. So, ihr habt jetzt hier die Möglichkeit wieder zu sagen Batch, Crit und ihr seht es hier vielleicht schon im Video, Lutz Enger wurde vom Asthma-Administrator zur Position 1 in der Aufstellung bewegt. Wir kontrollieren das hier nochmal im Spiel. Dazu müssen wir allerdings erst ins Rennen stellen. So, und jetzt... Ich stehe jetzt hier in Position 1. Wir verlassen das mal hier. So, insgesamt bleibt das Fazit, dass ihr mit diesem Tool euch eine Menge Arbeit erleichtern könnt und auf alle Fälle gerade eure Langstreckenrennen hier wieder sauber herstellen könnt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und ja, vielleicht gibt es ja in Kürze ein neues Videotutorial mit noch einem tolleren Plugin gerade für Langstreckenrennen. Ich würde mich freuen. Bis bald.